Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Von nur wunderschönen Menschen zu sehen. Willkommen, Freunde. Hi. Wir geben uns endlich die 300 Worte in eine Minute Challenge, in Anführungsstrichen, von TJ Beast Boy von Tadel. Die hochgeladen wurde vor 2 Tagen, glaube ich. Vor fünf Tagen hochgeladen wurde. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Viele von euch haben mir geschrieben, dass ich mir das unbedingt geben soll. Deswegen mache ich das noch. Und wir werden uns auch noch die EP anhören, Freunde. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, sollen wir uns das Snippet geben oder sollen wir uns lieber 1, 2 Songs von der EP so geben? Schreibt mal rein, was euch lieber wäre, Freunde. Dann machen wir das, ja? Ihr wisst, ich mag Tadel sehr, 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 sehr gerne. Ich bin großer Fan von seiner Musik. Damals mit ihm aufgewachsen. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Macht euch mal einen Begriff. Der 13-, 14-jährige Flo in 2013 und 2014 hat Tadel geguckt. Die Minecraft Let's Plays, Broodycraft, What the Fact. Eigentlich schon habe ich 2012 als 12-Jähriger schon Tadel geguckt. Bei Apple War Pictures mit Nerd vs. Nerd und wie hieß denn das, Mann? Final Frustration, da war er auch. Bei diesen 8-Crumb-Sachen war, glaube ich, auch manchmal mit drin. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe das sehr, sehr gefühlt. Und ich war da voll drin. Deswegen ist es so unglaublich schön, irgendwie jetzt zu sehen, dass ich jetzt ihn immer noch verfolge, so. Keine Ahnung, weil es ist irgendwie schön, dass er mich so lange begleitet hat, obwohl er gar nichts davon weiß, so. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wir hören rein, vorne produziert das Ganze von Kira on the phone. Ich freue mich jetzt schon auf den Producer-Tag von Young Kira. Shoutouts gehen raus an den Dude. Und wir hören rein, vorne TJ Beast Boy, 300 Words in a Minute. Let's get it. Oh nein, wir haben kein Kira on the phone. Okay, aber ich habe schon das Gefühl, dass Tadel hier einfach nur am Flexen sein wird. Obviously bietet sich das ja auch an, okay. I don't give a fuck and I don't give a fick. Nice. Ey, geil, dass es auf Englisch ist teilweise. Wow. And I don't give a fick. Ooh, and you saw like a slug. Nice, man. Holy shit, man. Also klar, wir wissen alle, dass Tadel eine Flow-Maschine ist, Freunde. Dass er eine Flow-Maschine ist. Obviously, ja. Aber das ist einfach nice gerade, das ist einfach ein Blessing. Er hat ja auch gesagt, dass die EP, wo ich noch nicht reingehört habe, einfach nur Geflexe sein wird, ja? Ein bisschen was Härteres. Ich bin sehr gespannt, Alter. Nice, Mann. Er sagt, er betet nicht Gott an, aber wenn da irgendwo ein Spiegel ist, dann guckt er in den Spiegel und er faltet seine Hände und betet sich so gesehen selber an, weil er sich, das heißt, für den Größten hält. Aber es ist einfach eine coole, wie sagt man das, so eine, keine Metapher, aber eine Übertreibung irgendwie? Oh, der Change von Englisch zu Deutsch, geil! Ich liebe das so unglaublich doll, ich weiß gar nicht, wie sehr ich das liebe. Bilinguale Songs, ja? Nicht nur Koreanisch und Englisch, Deutsch und Englisch, meinetwegen auch Deutsch und Französisch, aber whatever, ich liebe das gerade, wenn so ein schneller Change zwischen zwei Sprachen vorhanden ist. Ah! Das Wack ist. Ganz kurz, abnormal guter Flow-Change. Bei Tadel ist es ja oft so, er macht sehr, sehr viele Flow-Changes, weil, keine Ahnung, er hat das in irgendeiner JG-Gerätschung, glaube ich, erzählt, dass er es liebt, wenn er so einen Flow hat, dann kurz zu changen. Einfach, weil es sich richtig anfühlt und ich liebe das auch bei ihm, weil es sich einfach sehr, sehr fresh anhört. Und das Gute an dieser 300 Worte in einer Minute Challenge ist soweit, alles ist verständlich, es ist bilingual, plus er hat hier gerade, wie man sieht, Wörter wie he's, he is, was eigentlich 2 Wörter sind, als nur 1 gecountet und es hat sogar noch Inhalt, es hat guten Inhalt. Ganz kurz, die Stelle möchte ich mir nochmal anhören, was zu sagen. Sehr, sehr gute Stelle. Ich gebe keinen einzigen Fick auf dich, deine Klick. Deine Klicks, dein Whip, dein Brick an der Wrist, also dein Stein, deine Uhr. Alter, Shit hat für mich kein Gewicht. Sehr, 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 sehr gute Aussage, Alter. Hm.
einfach mal eine 3-4 Sekunden Pause reingebrettert, weil es einfach zu easy war. Shit is too easy. Shit is too easy. Sometimes musst du da dann auch ja, einfach selbst eine Challenge draus machen, Alter. Holy shit. Ja, Mann, ich mach eine Pause, weil ich die volle Minute nicht brauch und dreh nochmal auf. Da draußen sind viele kleine wacke Motherfucker, die ich denke, irgendwas wäre cooler mit jemand mit allen Mitteln. Die 300 Begriffe in eine fucking Minute quetscht. Doch nicht einer von den Pissern hat es durchgerappt. Scheiße, ich kann es, 300 Worte nicht einmal gekartet. Yeah, scheiße, ich kann es, 300 Worte nicht einmal gekartet. Damn! Der Blick sagt alles, Mann. Der Blick sagt alles. Schöner Mann auch, Tadel, schöner Mann. Hi. Wer bist du? Geil, Mann, holy shit! Damn it! Damn, das war gut. Es hatte Inhalt, es hatte Message. Er hat's durchgerappt. Er hat's einfach durchgeflext, durchgerappt, nicht gecuttet. Es war verständlich alles. Und er hat einfach nochmal eine 4 Sekunden Pause reingehauen. Hat Wörter wie he's, wie theirs und stuff, die eigentlich zwei Worte sind im Grunde genommen, ja. Als nur eins gecountet und hatte am Ende 320 Wörter knapp, 317 oder so. Das war der Count. 326 Wörter. 326 Worte mit 4-5 Sekunden Pause circa. Und es war verständlich bilingual. Bro, wo sind wir hier gelandet? Auf welchem Planeten sind wir hier gelandet? Ist das Planet Beast Boy, wo wir gerade sind, Freunde? Ah, ich seh's schon. Ich seh's schon. Ein Beast sehe ich da, ein Beast sehe ich da und ein Beast sehe ich da, Freunde. Willkommen. Ey, das war Real Talk. Nice, Alter. Damn. Das war sehr, sehr fresh. Leute, wir müssen jetzt in die EP reinhören. Jetzt, das hat mich richtig heiß gemacht, Alter. An mehreren Körperstellen noch, ich bin ganz ehrlich mit euch, ja. Hat mich sehr heiß gemacht. Ich würde gerne in die EP jetzt reinhören. Machen wir auch. Mit welchem Song sollen wir anfangen? Wie viele Songs sind vorhanden? Oder sollen wir von oben nach unten starten? Viele Fragen, ich brauche viele Antworten. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, Freunde. Ansonsten originale Video abchecken, Link dazu in der Beschreibung. Auch nochmal Kuss an Kira für den fetten Beat. Oder würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.